Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Starfleet Academy. Das hier ist die YouTube-Aufzeichnung von dem Twitch-Stream, der immer montags, mittwochs, freitags um 15 Uhr auf meinem Twitch-Kanal ist. Schaut doch mal vorbei oder ansonsten genießt hier das Video auf YouTube. So, wir sind jetzt in der achten Mission und haben inzwischen herausgefunden, dass offensichtlich die Klingonen oder jemand, der den Klingonen ähnliche Waffen verwendet, eine Kolonie am Rande der neutralen Zone quasi überfallen hat. Wir werden mal schauen, was das damit auf sich hat. Aber vorher gucken wir mal auf unsere Crew, ob sich die Werte verbessert haben. Und ja, Ingenieur Brady hat sich ein wenig verbessert. Er ist jetzt bei 74% und nicht mehr bei 71. Corin ist inzwischen bei 76. Die beiden haben es, langsam werden sie besser. So, Forrester, das sind wir, und Sturrock sind natürlich diejenigen, die ganz top oben dabei sind. Genauso wie Steuermann mit 80% etwas gut, naja, den dritten Platz einnimmt. Leider nimmt unser Kommunikationsoffizier Mgilla, oder Gia, oder wie sie auch heißt, inzwischen mit 72% einen üblen Platz ein, ist nämlich angeschlagen. Also, wir sagen weiter. Willkommen, Kadetten. Wir führen gerade ein Experiment im Alpha-Herkulei-System durch. Mit geladenen Tachyon-Teilchen, um die Wirksamkeit eines konventionellen Warp-Antriebs zu steigern. Wir haben die USS Hawking, ein Schiff der Robert-Klasse, für dieses Experiment. Und sie beobachten es aus der Nähe und machen Datenanalysen. Das ist alles. Viel Glück. Wie er das so stellt. Das ist Standzeit alles. Viel Glück. 3173,4. Wir sind auf dem Weg zum Alpha-Herkules-System, um dort ein technisches Experiment zu beobachten, das an Bord der USS Hawking durchgeführt wird. Anscheinend ein routinemäßiger Auftrag. Kurs eingegeben, Captain. Okay. Wir gehen in den Alarm gelb. Alarm yellow. So. Eintritt in das Alpha Herculey-System. Das Experiment beginnt, wenn wir in die Nähe der USS Hooking kommen. Okay. Da ich absolut keine Ahnung habe, was vor sich geht. Machen wir hier sicherheitshalber schon mal unsere unseren Einsatz hier zurück. So. Wird jetzt eine Forschungsmission werden, aber auch auf einer Forschungsmission kann eine ganze Menge Zeug schief gehen. Alles klar. Sind jetzt in Reichweite. Das Experiment kann beginnen. Erster Tachyonschub. Zerstreuung zu 10 Millionen Tachyonen pro Kubikmeter. 20 Millionen. 30 Millionen. Ups. Oh oh. Ich hab's mir doch gedacht, dass gleich Klingonen auftauchen. Zwei?
Bird of Prey ruft uns. Was? Der ruft uns? Ruffrequenz offen. Das klingonische Imperium wird Ihnen nicht gestatten, ein erneutes Projekt Genesis zu veranstalten. Wir haben das Recht, uns zu verteidigen. Verlassen Sie sofort das System oder wir vernichten Sie! Der Feigling hat uns nicht einmal die Möglichkeit zur Antwort gegeben. Captain, die Hawking ist derzeit unbemannt. Da ist es. Die Spaltung hat das Schiff in zwei Teile geteilt, Captain. Wir müssen die andere Tempest zurückholen und das Tachyon-Gerät benutzen, um uns zu retten. Der Tachyon-Schlag hat uns strukturell kompromittiert. Wenn wir nicht zusammenkommen, sind beide Schiffe tot. Sir, die andere Tempest ist zum Dante-System geworbt. Aber warum? Ich kann es mir denken. Vor 6 Jahren wurde mein Onkel Alan in dem System bei einem Gefecht mit den Klingonen getötet. Das tut mir leid, David. Onkel Alan war Commander der USS Essex. Er kam alle 1 bis 2 Jahre nach Hause und erzählte mir Geschichten und brachte mir Sachen mit aus all den Systemen, die er besucht hatte. Er ist wohl einer der Gründe, warum ich zur Raumflotte gekommen bin. Als er starb, war ich wütend. Wütend genug, um zu töten. Und als man Dante dann den Klingonen zusprach, wurde ich noch wütender. Jetzt bin ich darüber hinweg. Aber damals... Sie haben unterbewusst noch Ihre Emotionen, Captain. Und der Commander unseres Duplikats reagiert vielleicht weiterhin darauf. So, wir machen aber gerade trotzdem mal gerade da ist die, haben wir die. Haben wir die Hawking. Die Sensoren nochmal und jetzt warten wir nochmal, bis alles repariert ist. Und gerade was holen. So. Also. Was? Nach Dante warpen? Schadenskontrolle? Die Schilde haben immer noch was abbekommen. Also der Klingone war jetzt aber ziemlich einfach kaputt zu schießen, ne? Also diese außerirdischen Schiffe, die waren um ein Vielfaches schwieriger. Hä? Warum ist der hier? Untere Schilde reparieren. Jetzt hat er es gemacht. Okay, gut. Dann. Dann warpen wir. Okay. Eintritt in das Dante-System. Captain, die Tempest fliegt auf Dante 2 zu. Hallo David, wie geht's denn so? Wir rufen mal unser eigenes Schiff. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen zurück zu Alpha Herkule und uns wieder zusammenbringen. Entschuldigung, Davy, aber du bist mir egal, so wie mein eigener Tod. Da ist das, was ich tun muss. Entweder tue ich's oder sterbe. Ist doch der Zweck der Raumflotte, der Erfolg dieser Mission. Übrigens, Wanda, falls du dir es nicht sagst, dass du unglaublich attraktiv bist, dann sag es. Das war's. Tschüss, Davy. Dranbleiben. Dante-Kolonie schützen. Oh, wo bist du? Thank you.
gleich explodiert. Wir versuchen sie kampfunfähig zu kriegen. So, und? Ach, shit. Schadenskontrolle. Verdammt. Was ist das? Warp-Triebwerk reparieren. Schadenskontrolle. Komm. Notenergie in den... in den Warp-Antrieb. So, können wir jetzt warpen? Jawohl. Eintritt in das Alpha Herculae-System. Nahe der USS Hawking Tempate. Gut, dann nähern wir uns mal der... Beginn des Tachyonpulsverfahrens. Hoffen wir, dass es klappt. Ich habe allmählich genug von meiner gespaltenen Persönlichkeit. Rekonstituierung komplett. Unsere strukturelle Integrität ist wieder normal. War der Wiedervereinigungsprozess nicht etwas zu einfach, Mr. Sturek? Es ist ja nur eine Simulation, Jeff. Ich glaube, ich muss mich mal ausführlich mit Chekov darüber unterhalten. Kurs eingegeben, Captain. Es ist ja nur eine Simulation, Chef. Alles klar, kehren wir zur Raumbasis zurück. Chekov hat ganz lustige, interessante Missionen wohl, ne? Raumbasis. Mission erfüllt. Darf ich mal offen sprechen, Commander? Bitte sehr, Mr. Forrester. Warum? Warum haben Sie persönliche Dinge gegen mich benutzt? Weil wir, Mr. Forrester, versuchen, Sie auf draußen vorzubereiten. Das Unbekannte. Es gibt Dinge im Raum, die alles tun werden, um Sie zu einem emotionalen Krüppel zu machen. Und wenn wir alte Wunden aufreißen und Salz reinreiben müssen, dann tun wir's. Ja, Sir. Keine Sorge. Sie waren gut. Aber wir können Sie nicht auf alles vorbereiten. Auch wenn wir es versuchen. Abtreten. Ach, der Chekov ist immer so eine Granate, ne? Ich mochte den Schauspieler auch, als er Babylon 5 gemacht hat. So, das war eine ziemlich schnelle Mission, muss ich sagen. Dann schauen wir uns doch nochmal ein paar Videos an. Mal schauen, wie es weitergeht mit der Crew. Die Raumflotte hat endlich zurückgeschlagen. Die Klingonen sind diesmal zu weit gegangen. Diese plündernden und... Was los? Die USS Sentinel hatte in der neutralen Zone zwei Birds of Prey angegriffen. Das Gefecht endete ergebnislos. Ohne Zerstörung von Schiffen und ohne Tote. Er will Streiter fangen. Der Captain der Sentinel zeigte der Föderation, was ein wahrer Starflottenkapitän macht.
Ah, hey, Merlan, seit wann sind Sie der Experte für Kapitäne, Kadett? Eine interessante Rede. Was macht Sie denn tapferer? Sie sind Experte für Kapitäne, Kadett. Hey, Merlan, seit wann sind Sie denn Experte über Kapitäne, Kadett? Was ist los, Forrester? Haben Sie Angst, eines Tages wirklich kämpfen zu müssen? Haben Sie Angst, dass die Fakten Ihre Geschichte nicht stützen? Lassen Sie doch, David. Wie kannst du ihn unterstützen? Er hat doch recht. Sie haben Unrecht. Nein, Sie haben Unrecht. Sie sind derjenige. Der andere David Forrester gefiel mir besser. Und was machst du jetzt? Ärger mit der Crew, Forrester? Hören Sie. Kümmern Sie sich um Ihre Crew und überlassen Sie mir meine. Komm schon. Wir brauchen einen Kapitän wie Kirk, um bei Seer zu rächen. Kadettenlogbuch. Nachtrag. Ich habe heute Captain Sulu auf Malans Vanguard-Reden angesprochen. Er sagte, dass die Raumflotte eine EVUK-Politik verfolgt. Endlose Verschiedenheit in unendlichen Kombinationen. Das bedeutet, dass wir Malans Ansichten respektieren müssen, selbst wenn sie ablehnen. Ich muss zugeben, dass es schwer ist, eine Ansicht zu respektieren, die die Rechte anderer nicht respektiert. Aber ich werde es versuchen und mein Bestes für Kommandostab und Raumflotte tun. Der Präsident des Föderationsrates entschuldigt sich formell beim Klingonischen Hohenrat für die aggressiven Handlungen der USS Sentinel. Was? Die Klingonen erkennen an, dass das Feuern der Waffen auf einem Missverständnis beruht hat. Ich glaub's nicht! Die haben uns ausverkauft. Gehen Sie zu, Melan, sind im Unrecht. Die Föderation entschuldigt sich bei Schlechtern. Setzen Sie sich! Ich setze mich nicht. Die Zukunft der Föderation steht auf dem Spiel. Ich kann's nicht mit ansehen. Er ist außer Kontrolle geraten. Starke Worte für einen, der sich nicht involvieren will. Ich mache mir Sorgen um Sie. Ich auch. Andorianer sind anders, David. Ihre Art der Kummerbewältigung hat nichts mit Ruhe zu tun. Dieser Eiskönigenart ist seltsam. Diese Eiskönigenart. Sie so beherrscht zu sehen. Mhm. Warum bist du so besorgt um sie? Ja, es ist beunruhigend, sie so beherrscht zu sehen. David, die Teamleistung wird davon beeinträchtigt. Wie kann ich ihre Punkte wieder hochbringen? Ihre Punkte? Was soll ich denn da tun? Was soll ich denn da tun? Keine Ahnung. Aber sie lassen sich besser schnell was einfallen. Sonst fliegt die harte Arbeit zur Luftschleuse raus. Danke, Jeff. Ich werde darüber nachdenken. Er strengt sich jetzt an und sie geht jetzt runter und da fühlt er seine Leistung jetzt weg. Nicht mehr so gut, ne? So, nee, ich lade jetzt nochmal. Ich will jetzt einfach nochmal neu angucken. Moment. Ach, shit. Ja, jetzt laden wir es nochmal. So, jetzt sehen wir das nochmal. Mal gucken, was jetzt noch bei einer anderen Art und Weise herauskommt. Vielleicht gefällt mir die andere Art und Weise ja besser. Die Raumflotte hat endlich zurückgeschlagen. Die Klingonen sind diesmal zu weit gegangen. Diese plündernden und was los? Die USS Sentinel hatte in der neutralen Zone zwei Birds of Prey angegriffen. Das Gefecht endete ergebnislos, ohne Zerstörung von Schiffen und ohne Tote. Er will Streitern fangen. Der Captain, der Sentinel, zeigte der Föderation, was ein wahrer Starflottenkapitän macht. Eine interessante Rede. Was macht sie denn tapferer? Interessante Rede. Was macht sie denn tapferer? Ich bin tapferer, weil ich handeln werde. Wenn wir das Sagen haben, werden wir es den Klingonen zeigen. Lassen Sie doch, David. Wie kannst du ihn unterstützen? Er hat doch recht. Sie haben Unrecht. Nein, Sie haben Unrecht. Sie sind derjenige. Der andere David Forrester gefiel mir besser. Und was machst du jetzt? Ärger mit der Crew, Forrester? Hören Sie. Kümmern Sie sich um Ihre Crew und überlassen Sie mir meine. Komm schon. Wir brauchen einen Kapitän wie Kirk. Aha, okay. Kadettenlogbuch. Nachtrag. Ich habe heute Captain Sulu auf Malans Vanguard-Reden angesprochen. Er sagte, dass die Raumflotte eine EVUK-Politik verfolgt. Endlose Verschiedenheit in unendlichen Kombinationen. Das bedeutet, dass wir Melans Ansichten respektieren müssen,
selbst wenn es sie ablehnen. Ich muss zugeben, dass es schwer ist, eine Ansicht zu respektieren, die die Rechte anderer nicht respektiert. Aber ich werde es versuchen und mein Bestes für Kommandostab und Raumflotte tun. Der Präsident des Föderationsrates entschuldigt sich formell beim Klingonischen Hohen Rat für die aggressiven Handlungen der USS Sentinel. Was? Die Klingonen erkennen an, dass das Feuern der Waffen auf einem Missverständnis beruht hat. Ich glaub's nicht! Die haben uns ausverkauft. Geben Sie zu, Milan, sind im Unrecht. Die Föderation entschuldigt sich bei Schlechtern. Setzen Sie sich. Ich setze mich nicht. Die Zukunft der Föderation steht auf dem Spiel. Ich kann's nicht mit ansehen. Er ist außer Kontrolle geraten. Starke Worte für einen, der sich nicht involvieren will. Ich mache mir Sorgen um Sie. Ich auch. Andorianer sind anders, David. Ihre Art der Kummerbewältigung hat nichts mit Ruhe zu tun. Dieser Eiskönigin-Akt ist seltsam. Warum bist du so besorgt um sie? Warum bist du so besorgt um sie? David, die Teamleistung wird davon beeinträchtigt. Wie kann ich ihre Punkte wieder hochbringen? Wie kann ich ihre Punkte wieder hochbringen? Weiß ich nicht. Anscheinend hat sie in der letzten Mission viel besser abgeschnitten. Was ist davor passiert? Weiß ich nicht. Danke, Jeff. Ich werde darüber nachdenken. Gut. Tja, ich glaube, die Variante ist doch die bessere. So, wir speichern unter 9.1. Und wir haben sogar noch Zeit, um noch eine weitere Mission zu machen. Auf geht's! Seit mehreren Jahren haben wir Subraum-Notrufe aus dem HIA-System erhalten, außerhalb des Gornischen Raums. Die Signale kommen von allen bekannten Völkern des Quadranten und auch von einigen Völkern, die wir noch gar nicht kennen. Wir haben versucht zu antworten, doch keine Antwort bekommen. Gehen Sie ins HIA-System und finden Sie die Quelle der Signale und, wenn es geht, lösen Sie anstehende Probleme. Okay, so eine Art Sternzeit 3262. Erstkontakt. Wir sind auf dem Weg zum HIA-System, um einer seltsamen Sammlung von Subraumnotsignalen nachzugehen. Wir wissen nicht, warum sich so viele verschiedene Rassen in einem einzelnen System in Not befinden sollen. Aber das wird sich wohl bald herausstellen. Kurs eingegeben, Captain. Wir machen erstmal so. Wir gehen erstmal wieder auf unsere Schadenskontrolle. Und wie üblich Warp-Antrieb runter. Greifstrahl runter. Eins. Zwei. Drei. Vier hoch. Alles klar. So. Schalten auf den großen Bildschirm. Und gehen auf Warp-Geschwindigkeit. Eine Notsituation ist eingetreten. Mal gucken, was passiert. Von ein paar, von denen ich noch nie gehört habe. Wie viele Schiffe sind da, Mr. Stewart? Keine, Sir. Die Meldungen scheinen von Heia 5 auszugehen. Erwidern Sie die Rufe, McGee. Sie scheinen nicht zu reagieren. Moment mal, Sie haben sich verändert. Jetzt gibt es mehrere Quellen. Eine davon wiederholt unseren Ruf. Captain, das Phänomen könnte eine Art von Subraumresonanz sein, die alle im System ausgestrahlten Subraummeldungen aufnimmt und wiederholt. Wenn es das ist, dann kommt es von den Monden des Gasriesen da. Alle Meldungen gehen von dort aus. Captain? Ein gornisches Schiff nähert sich von der anderen Seite der Sonne. Vielleicht kann sein Captain einige unserer Fragen beantworten. Keine Antwort, Captain. Alarmstufe. Ich suche jetzt nach Lebensformen, die bekanntermaßen unter solchen Bedingungen überleben können. Ich habe die Quelle der Übertragung gefunden, Captain.
Es gibt mindestens 40 silikonbasierte Lebewesen in dem von Fenrich McGear angezeigten Ringsegment. Die Meldungen haben sich gerade verändert, Captain. Vorwiegend wahllose Ausrufe. Ich glaube, sie reagieren auf Mr. Storeks Sondierung. Das ließe darauf schließen, dass diese Wesen befähigt sind, Subraumfrequenzen zu entdecken und auszugeben. Keine besonderen Vorkommnisse. Gornisches Schiff? Ich bin Captain David Forrester von der Vereinigten Föderation der Planeten. Wir reagieren auf eine Reihe von Subraumnotrufen, die aus diesem System kommen. In diesem Raum gibt es außer Ihnen und mir keine Schiffe. Ach, Sie meinen wahrscheinlich die Mimics? Was sind die Mimics? Eine im Raum lebende Lebensform. Inwiefern sind Sie unterhaltsam, Captain? Wenn man Ihnen die richtigen Subraumanreize gibt, singen diese Wesen auf den Subraumbändern. Wir holen den Ton dann auf ein hörbares Band, wo er wirklich ganz reizend klingt. Danke für die Information, Captain Tsuchi. Verlassen Sie jetzt bitte das System, während wir diese Mimics genauer studieren. Ich versichere Ihnen, dass die Mimics dabei unversehrt bleiben. Styrek, sind diese Mimics auch an anderen Orten des bekannten Weltraums aufgetaucht? Corin, zeigt das Gorna-Schiff irgendwelche Veränderungen? Styrek, welchen Intelligenzgrad haben diese Mimics Ihrer Schätzung nach? Styrek, mit was für einem Schiff haben wir es hier zu tun? Styrek, sind diese Mimics auch an anderen Orten des bekannten Weltraums? Nein, Captain. Ich vermute, dass sie auch in diesem Quadranten fast ausgestorben sind. Ruhefrequenzen offen, Captain. Captain, ich muss Sie ersuchen, Ihre Aktivitäten einzustellen. Sie gefährden diese Mimics durch Ihre Handlung. Captain, wenn Sie den Mimics mit dem Schiff auch nur nahe kommen, blase... Danke für Ihre Erläuterung der Situation, Captain. Dann lassen wir... Captain, ich muss Sie ersuchen... Captain David Forrester, diese Einmischung in gornische Tradition kann nicht zurecht werden. Verlassen Sie sofort das System, bevor ich gezwungen bin, die königliche gornische Marine hinzuzurufen. Nun gut, Captain Tsuchin. Wir gehen jetzt. Aber wir werden der Föderation umfassenden Bericht erstatten. Ich versichere Ihnen, Captain, dass wir die Mimics vor ihren Handlungen schützen werden. Ich muss Sie ersuchen, das System sofort zu verlassen, Captain. Bitte zwingen Sie mich nicht, meiner Bitte Nachdruck zu... Ich versichere Ihnen, Captain, dass wir die Mimics vor ihren Handlungen schützen werden. Nun gut, Captain. Ich werde zum chronischen Raum zurückkehren. Aber ich werde Ihnen die gornische Marine schicken. Das gornische Schiff verlässt das System, Sir. So. Vielleicht können wir die Mimics retten, indem wir sie aus diesem System wegbringen.
Sturek, ich möchte, dass Sie eine Methode dafür finden, wie wir die Mimics aus dieser Gegend weglocken können. Währenddessen können wir die Hia 5 umfliegen und so versteckt bleiben. Megir, benachrichtigen Sie die Raumflotte über unsere Situation. Währenddessen können wir die Hia 5 umfliegen und so versteckt bleiben. Sturek, ich möchte, dass Sie eine Methode dafür finden. Genau, das nehmen wir mal. Captain, mit Hilfe von Kommunikationsoffizier Megir war es mir möglich festzustellen, die Mimics reagieren sehr positiv auf die Crisis-Rockmusik des 21. Jahrhunderts. Wir strahlen sie jetzt aus. Drei Mimics bewegen sich auf das Schiff zu und wiederholen Teile dieser Musik für uns. Sehr gut, Mr. Sturek. Megir, das könnte für später wichtig sein. Corin, bitte plotten Sie einen Kurs zum nächsten unbewohnten System, das ähnliche Merkmale wie dieses hier hat. Captain, ich habe einen Kurs zum Anorak-System angegeben. Es ist fast identisch mit dem HEA-System und liegt 14 Lichtjahre von hier im Föderationsraum. Mr. Sturek, verstärken Sie das Signal zu den Mimics. Mr. Sturek, verstärken Sie das Signal zu den Mimics. Sehen wir doch mal, wie viele wir aus diesem System weglocken können. Captain, die Mimics reagieren auf die Übertragung. Sir, nur ein paar Mimics sind noch in den Ringen. Die meisten folgen uns. Okay. Wo sind sie denn? Wo sind denn die Mimics hinter uns? Das ist ein Planet. Hey, Mimics. Okay. Organismen schützen. So, wenn wir jetzt auf Warp gehen, kommen die dann hinterher? Sie scheinen jetzt alle was? Die Mimics verlassen uns und fliegen auf die Ringe des Riesen zu, Sir. Es scheint keine weiteren Probleme zu geben. Ich glaube, wir haben unsere Mission erfolgreich abgeschlossen. Die Mimics, da sie in Sicherheit sind, können wir uns um die Gorner kümmern, ohne uns um die Mimics sorgen zu müssen. Nachdem wir sie so schön in Sicherheit gebracht haben, könnten wir uns doch ein paar Verschießübungen leisten. In Sicherheit sind, können wir uns... Ich glaube, wir haben unsere Mission erfolgreich abgeschlossen. Die Mimics sind außer Gefahr und wir können die Raumflotte auffordern, ein spezielles Forschungsteam rüberzuschicken. Genau, ich glaube, die erste Variante wähle ich. Meldungseingang von der Raumflotte. Wir sollen sofort zur Raumbasis zurückkehren. Alles klar. Kehren wir zur Raumflotte zurück. Das war doch mal eine nette Forschungsmission. Bin immer gespannt, ob das auch als gültig gilt, ne? Ausgezeichnet, Kadett. Ihre Punkte und Leistungen in diesem Szenario liegen deutlich über dem Durchschnitt. Okay, deutlich über dem Durchschnitt. Also es ging, glaube ich, wahrscheinlich noch besser, aber gut. Wahrscheinlich habe ich irgendeine Antwort nicht ganz perfekt gegeben, aber deutlich über den Durchschnitt ist doch gut. So, schauen wir uns noch einmal ein Video an. Ich bekomme immer noch Verzerrung. Versuchen Sie den nächsten Prozess. Ja, Commander. Guten Morgen, Commander. Jo. Hallo, Captain. Noch immer dabei, das Ding zum Arbeiten zu bringen? Ja. Yeah. Ich habe hier die Daten des neuesten schweren Klingonenkreuzers. Stecken Sie doch mal rein und lassen ihn fliegen. Sofort, Sir. Kadett. Captain, dies ist Kadett David Forrester. Freut mich, Sie kennenzulernen, Kadett. Es ist mir eine Ehre, Sir. Wegen gestern Abends. Der Junge sieht nervös aus. Auf Wiedersehen, Sir. David,
gibt es ein Problem. Ja, ein paar Probleme mit meiner Crew. Es ist meine Crew, Sir. Sie ist viel schwieriger zu führen, als auf Papier aussah. Was nehmen wir denn jetzt? Ein paar Probleme mit meiner Crew? Es ist meine Crew, Sir. Sie ist viel schwieriger zu führen, als auf Papier aussah. Manchmal teilt die Raumflotte den fähigsten Studenten der Kommandoschule die schwierigsten Kadetten zu. So müssen beide Seiten dann ihr Bestes geben. Eine alte russische Technik. David, wo liegt das Problem? Meine Kommunikationsoffizierin, Sir, sie hat ein paar persönliche Probleme, das sie unterdrückt, aber das sie fast explodieren lässt. Sie beeinträchtigt ihre Arbeit. Meine Kommunikationsoffizierin, Sir, sie hat ein persönliches Problem, das sie unterdrückt, aber das sie fast explodieren lässt. Es beeinträchtigt ihre Arbeit. Bevor ich zur Enterprise kam, hatte ich eine befehlshabende Offizierin auf Banderi 4. Sie war sehr aufbrausend. Aber da sie es für unprofessionell hielt, wütend zu werden, beherrschte sie sich sehr. Und fast jedes Mal hatten wir sehr darunter zu leiden. Wenn Sie Ihrer Kommunikationsoffizierin helfen wollen, müssen Sie sie ermuntern, ihre Emotionen an passendem Ort auszulassen. Außerhalb des Simulators. Was? Das kann ich doch nicht. Bei allem Respekt, Sir, die persönlichen Probleme der Crew geht mich doch gar nichts an. Wie mache ich das? Und wie mache ich das? Das müssen Sie selbst herausfinden. Aber wenn Sie es bis hierher gebracht haben, haben Sie sicher schon jemanden wütend gemacht. Versuchen Sie es noch einmal. Danke, Sir. Danke, Sir. Weitermachen, Mr. Forrest. Die Klingonenschiff-Simulation muss heute Nachmittag laufen. Und lassen Sie die Finger von den Leistungsspezifikationen des Schiffs. Ja, Sir. Sir, bedeutet das, dass... Fragen Sie nicht so viel. Aye, Sir. Lassen Sie die Finger von den Leistungsspezifikationen. Wahrscheinlich hat er gesagt, hier, gucken Sie da doch mal rein, ne? Okay. Ich würde sagen, das waren doch mal ganz nette 3 Missionen im Laufe des ganzen Tages. 2 Missionen noch in diesem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis denne!